Hallo, willkommen zum neuen Film. Heute mache ich die Nummer 4 aus der Reihe der Animal Spirits. Das heißt, ich habe ein Bild einer Frau aus 7 Teilen, eine 5-teilige Hand und eine 3-teilige Schablone für einen Tiergeist, der im Hintergrund ist. Alles wird in circa 10 Minuten gemacht und alle Schablonen werden nachher in einem Set auch verkauft. So, ich habe also am Anfang nämlich ein opakes, deckendes Weiß und wechsle jetzt auf ein deckendes Schwarz und habe nachher alle anderen Farben, die zu sehen sind, sind dann transparente Töne. So, das ist das erste Schwarz. Alle weiteren Schablonen sind dann von der ersten Schwarz abhängig. Das heißt also, alle Anlagepunkte werden durch die erste Schwarz geliefert. Jetzt nutze ich einige Teile dieser Schablone, um sie in einem Grauton zu machen und wechsle dann auf einen Violettton oder Purpleton und arbeite dann ganz leicht in der Schablone, damit wichtig ist, das nicht zu dunkel zu machen, weil nachher wird das Ganze noch mit einem hellbraunen gemischt und Violett und dieses Hellbraun gibt dann halt einen dunkleren Braunton. Und wenn man hier zu stark mit dem Violett arbeitet, entstehen dann halt mehr so Farbtöne von Indianern oder Sonnenbankgeschädigten. Also auch hier wieder ganz leicht rübergehen. Hier habe ich auf einen Magentaton gewechselt. Das heißt also, die Grundlagen für meine Skintones, also meine Hautfarben, sind Violett, Magenta und dann ein Hellbraun, das zu 90% aus Gelb besteht. Und jetzt haben wir also die Grundlagen für das Gesicht gesetzt. Hand ist jetzt ähnlich. Viele Künstler haben ja Probleme mit Gesichtern und Händen. So sind jetzt diese beiden Hürden aus dem Weg geräumt, das heißt also, die Hand ist perfekt und das Gesicht auch. Und wenn man das Bild nach unten verlängern will, so dürfte es also jetzt nicht zu schwer sein, da noch ein Kleid oder Schultern oder was anzubasteln. Das ist dann nicht zu kompliziert. Auch kann man natürlich jetzt, dadurch, dass die Schablonen separat sind, auch diese Motive separat nutzen. Also man muss die Hand nicht malen. Und man kann die Hand auch ohne das Gesicht malen. So, jetzt sind also jetzt die Grundlagen sind schon mal da. Und jetzt gehe ich mit diesem Hellbraun drüber und durch das Pinke und das Violette verwandeln sich die Sachen halt in eine schöne, wie ich es finde, Hautfarbe. Man kann halt immer wieder noch Magenta und Violett dazu nehmen, um Sachen abzudunkeln und abzutönen. So, das ist jetzt die Schablone für die Haarfarbe. Auch hier wieder völlige Freiheit, was man macht. In dem Fall nutze ich jetzt halt das House of Color oder Metal Flake Feuerrot. Um schöne rote Haarfarbe hinzubekommen. So, und jetzt wechseln wir zu dem opaken Weiß zurück. Ich habe zwei Weißschablonen für das Gesicht. Einmal das Highlight-Weiß, was in der Abdeckschablone ist,
wo die Töne zu 100% weiß sind. Das sind natürlich die Highlights. Und hier reicht es erstmal mit, was ich, 20, 30, 40% Deckkraft zu arbeiten, weil zu scharfe, helle Kanten in Gesichtern immer ein bisschen unnatürlich wirken. Und es ist dann leichter, nochmal die Schablone aufzusetzen und es heller zu machen, als sowas wieder wegzubekommen. Und wiederum kann man halt mit dem Hellbraun auch dieses Weiß wieder so ein bisschen abtönen, dass es nicht zu stark hervorsticht. Und wie man jetzt sieht, auch in den Haaren kann man halt diese weißen Reflexe in schöne Orange verwandeln. So, jetzt kommen wir zu dem Tiergeist. Das ist jetzt eine dreiteilige Schablone. Das heißt, ein Tier mit Rauchschwaden. Die erste Schablone kann man ruhig recht hell oder weiß machen. Alle nötigen Informationen, um die nächste Schablone anzupassen, sind jetzt halt auf dem Maluntergrund. Das heißt also, jetzt muss man halt nur im Geweih oder in dem Rauch nach einem passenden Ecke suchen und schon passt die ganze Schablone. Und hier füge ich dann so ein bisschen einen Grauton dazu. Muss nicht zu viel sein. Und schon hat man schön aufwendig gestalteten Flammenhintergrund oder Rauchhintergrund. Das ist jetzt die Abdeckschablone für den Hirschen, sodass die Hauptkomponenten im Hirschen dunkel oder schwarz bleiben. So, in dieser Phase kann man natürlich auch wieder diesen Tiergeist verschiedene Farben geben. In dem Fall nutze ich jetzt halt Gelb- und Rottöne, um so ein bisschen Flammenoptik hinzubekommen. So, jetzt sind dann fast alle Elemente, die wir jetzt beim ersten Weiß des Hirschens genommen haben, einen leichten Orangeton, sodass wir jetzt die Schablone wieder aufsetzen können und in den Hellorange-Reflexionen gleich so ein paar Highlights zu setzen. So, das ist jetzt die Abdeckschablone für das Raumgesicht und in der Schablone, das sehen wir gleich, sind auch noch diese Highlights, das heißt also Reflexionen in den Augen. Und dadurch, dass jetzt halt alles in dieser Abdeckschablone ist, hat man auf jeden Fall immer eine hundertprozentige Passgenauigkeit. Was jetzt manchmal blöd bei Schablonen ist, wenn man sie halt immer sauber machen muss, damit sie passen, das ist hier nicht der Fall, weil das ist eine Schablone, baut auf die andere auf. Das heißt also, ich habe, wenn ich auf Messen und sowas arbeite, gar keine Zeit, Schablonen sauber zu machen. Sondern die kommen so wieder zurück in den Ordner und können dann auch so sofort wieder gebraucht werden. So, hier kann man natürlich auch verschiedene Variationen im Hintergrund machen. Ob es jetzt eine Landschaft ist oder jetzt hier so ein Sternenhimmel. Man kann natürlich auch diese klassischen Sternchen noch dazu fügen, wie man will. So, als Abschluss ist nochmal eine separate Schablone da für die Augenfarbe der Frau, genauso wie für die Lippen.
Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr Spaß an meinen Videos habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Danke.